Am ersten Sonntag im April hatte die Motorworld München zum Warm-up eingeladen. Tausende Oldtimer, Sammlerfahrzeuge, Supercars und Bikes sowie ein Vielfaches davon an Besuchern traten den Beweis an, dass die bayerische Metropole eine wahre Hochburg des Automobils ist. Noch ist die Motorworld München im Bau und trotzdem zieht sie magnetisch die automobile Szene und interessierte Besucher an. Im historischen Kesselhaus präsentierten sich einige zukünftige Mieter der Motorworld München. Der danebenliegende Kohlebunker war Schauplatz des weltweit einzigen Preservation-Konkurs. Auch München hat Benzin im Blut. Und literweise versammelte sich dies beim Warm-up 3 der Motorworld München. Mehr als 4000 Fahrzeuge, Oldtimer, Youngtimer, Supercars, Motorräder und Raritäten sowie rund 13.000 Besucher eroberten das Gelände in München-Freimann. Schon jetzt machten sie erlebbar, was für einen Hotspot mobiler Leidenschaft in den denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Bahnausbesserungswerks entsteht. Das nächste Warm-up 4 findet am 27. August 2017 auf dem Gelände der Motorworld München statt. Erstmal wird gleichzeitig im Zenit der Concorso Sportivo stattfinden. Ein Konkurs, bei dem Rennfahrzeuge aus unterschiedlichen Epochen zu sehen sein werden. Der Corvette Club Bayern feiert am 26. August sein Sommerfest auf dem Gelände der Motorworld München. Es werden hunderte US-Klassiker kommen. Ein Wochenende voller automobiler Leidenschaft.